Was sind denn eigentlich so deine Lieblingsgitarristen? Wer beeinflusst dich da? Ist Zakk Wylde vielleicht einer davon oder was sind so deine Faves? Ganz vorne mit bei mir dabei ist Satriani, den höre ich wirklich sehr gern, weil es so eine Art, das legt man ein, da kann man sich zurücklehnen und man kann das genießen, sage ich jetzt mal. Ich bin unglaublich audiophil veranlagter Mensch und sowas brauche ich, sowas höre ich auch gern. Malmsteen zum Beispiel mag ich sehr gern, weil er diesen Einschlag zum Klassischen hat. Höre ich mir auch sehr gern an. Allerdings in Dosen. Also ich kann es nicht immer ertragen und ich muss mir immer so mal so einen Abend, wo ich dann hier sitze und klicke mich dann mal so ein bisschen durch YouTube durch oder höre mir ein paar Platten an, wie auch immer, und trinke dann ein Glas Wein dabei oder Bier, was auch immer. Aber ich versuche mich davon frei zu machen, diese Menschen zu imitieren. Ich versuche immer noch meinen eigenen Kopf sozusagen durchzusetzen und ich werfe Musiktheorie sowas von über den Haufen in dem, was ich spiele, weil ich einfach genau das mache, was man im Endeffekt nicht erwartet. Also jeder Mensch, der irgendwo viel Ahnung von Harmonielehre gerade eben hat, der wird wahrscheinlich einen Herzkasper kriegen, wie man das alles durcheinander werfen kann, wie ich das tue. Aber es ist egal, es ist halt eben mein Stil sozusagen. Und gerade was Zakk Wylde betrifft, Zakk Wylde fand ich großartig. Ich weiß noch, dass ich Anfang der 2000er muss es gewesen sein. Ich habe von meinem Kumpel eine VHS-Kassette bekommen, da war so ein Special vom Headbangers Ballroom drauf. Ein Special von Monsters of Rock war das. Mhm. Das in Donington, das große Ding war das, glaube ich. Ne, war Monsters of Rock, war es genau. Und da war ein Live-Video von Crazy Train, Ozzy Osbourne, und das hat Zakk Wylde gespielt gehabt. Da war er halt nach einiger Zeit, sage ich jetzt mal, dann wohl schon mit Ozzy Osbourne unterwegs, und er hatte eine Show abgerissen. Das fand ich einfach nur beeindruckt, wie er gespielt hat. Und ich habe mir Black Label Society tatsächlich auch nochmal live reingezogen. Ich war auf der Lorelei oben irgendwo. Es war mir ein bisschen zu schwermütig im Endeffekt. Und trotz allem, ich halte ihn für einen sehr guten Gitarrist, aber so richtig meinen persönlichen Geschmack trifft er jetzt, sage ich jetzt mal, nicht. Dafür ist er mir zu schwer und zu wild und zu pompös, sage ich jetzt mal, von dem, was er bringt. Mhm. Na, und ich mag es ganz gern so ein bisschen fragiler, so ein bisschen easy listening-mäßiger.